Pilz. Weh. Ein bisschen. Ein kleines bisschen mache ich noch. Hier ist scheiß Kopfschmerzen, ey. Man merkt, wenn man wieder kurz vor dem monatlichen Problemchen ist, ey. Aber ich will keine Tablette nehmen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen so viele Tabletten schon wieder genommen. Nee, nee, nee. Warum habe ich eigentlich so viel Scheißdreck im Inventar? Also ganz ehrlich, Geralt trägt mehr Bücher mit sich rum als alles andere. Aber es wiegt doch nichts. Wie? Ganz ehrlich, wie kann ein Buch nichts wiegen? Wie? Also wenn ich 3 von solchen Büchern in der Hand halte, dann merke ich das schon. Unglaublich. Da kann ich auch nichts verkaufen. Du bist unnütz! Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Der Kämmerer dir gegeben hat. 2. 15. Tod? Einer der Mächtigen ist gefallen. Bei den Markierungssterne. Ein tapferes Herz, meinst du bei den Büchern? Oder auf der Map? Ach du Scheiße, wo soll ich denn... Ja, da können wir erstmal ein bisschen abklappern. Jetzt da als erstes hin. Plötze. Da. Im Traum war ich ein Wolf. Im Traum war ich ein Wolf. Will ich mir aber Gedanken machen. Vielleicht schaffen wir es denn noch auf Stufe 50. Ja, ja, cool. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da rüber? Vom Schloss aus müsste ich irgendwie rüberkommen, oder? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Doch, von da komme ich da runter. Die Brücke sieht ja geil aus. Fällt mir jetzt das erstmal auf. Ich muss unbedingt jetzt mal drauf achten, dass ich diese 3 Mikros, also diese 3 Sprecher, die ich hier drin gibt, finde. Ja, das würde ich gerne noch irgendwie, weil ich weiß, dass es hier, also ich weiß, dass sie in diesem DLC mitsprechen. Ich wüsste gerne, wo. Ich möchte das im ersten Durchlauf finden, nicht im zweiten. Ganz ehrlich, wir haben die Männer nicht als Wein und Weiber das stimmt, nicht. Aber die Einwohner zu erleben. Du bist der berühmte Geralt von Riva. Ja, ich weiß gar nicht. Insgesamt, warte mal. Würde ich jetzt gerne einmal kurz wissen. Insgesamt sind wir bei... Die neuesten Stunden hat er jetzt noch nicht mit draufgezählt. Vorhin, wo wir gestartet haben, waren wir bei 91. Also fast 92 Stunden. Die jetzigen Stunden werden dann nach dem Beenden des Spiels aufgezählt. Also wir kommen auf jeden Fall an unsere über 100 Stunden. Schätze ich mal. Und davon war auch vieles, Landschaft angucken, Geschichten mit anhören, Leuten in das Höschen gucken. Nein, Quatsch. Ach ja, und unsichtbare Brücken. Oder unsichtbare Wände. Blockaden bei Brücken erleben. Das haben wir auch ganz oft in Downs. Ich weiß gar nicht. Die ganzen unsichtbaren Blockaden. Kommen die nur her? Dagegen sollte man mal was tun. Die unsichtbaren Blockaden. Damit plötzlich hier auch mal wieder rüber galoppieren kann. Würde vielleicht mehr Sinn machen. Runter da. Nein!
So ist gut. Ah, dieser Moment, wenn mein Schatz mir ein Herz schickt. Es ist nur eine Emoji und trotzdem. Witcher 3 Wild Hunt zuletzt gespielt. 1. Februar, Spielzeit 230,9 Stunden und ich war schon in der ersten großen Stadt. Alter. Ja, gut. Ja, gut. Also hier werden wir allein, ja, nur ein paar Stunden brauchen, weil ich, wie gesagt, ich suche diese drei Synchronsprecher. Eine müsste in einem gewissen Dorf sein, in irgendeinem Dorf sein. Und die anderen beiden sind in einer Höhe. Was ist nur nicht? Wo? Oh. Das muss ich herausfinden. Vorher gebe ich keine Ruhe. Wie ein Wurf fliegen. Ich bin nur der Kunde des Planeten. Du Waldteufel! Verteufel dich, ja? Nein, du sollst. Nein, du sollst dich verteufeln. Nein! Ach ja, jetzt müssen wir wieder warten. Weltschrat. Ja, das ist die erweiterte Form davon. Weltschrat gibt's ja auch. Und das ist der der Weltdeivel. Ja, und Schweine können fliegen. Echt? Geil. Ich wusste es. Ja, sofort. Warte. Ich will nur kurz das nächste Ziel markieren. Du hast uns Frieden gebracht. Und selbst unsere Damen sind sieht mega aus, oder? Tausend. Ich würde ja gerne. Ja. Ja, nämlich von oben bis hin. Alter. Mega, oder? Einfach mega. Geralt ist mir nicht gestorben. Jetzt laufen wir wieder zu Fuß. Wir machen das immer so ein bisschen Wechsel. Und diese Blümchen, ich liebe Blümchen. Ach, mir fehlen Felder. Ich will wieder Felder sehen. Und Berge. Ich will Urlaub. Ich brauche Urlaub. Etwas, wo mein Spielzeit abgeblieben ist. Ja, das habe ich mir aber auch vorher schon gedacht. Das Problem ist halt. Also klar, ich denke schon, dass es euch nicht stören würde, wenn ich mal wie eben so ein bisschen stehen bleibe. Aber ich glaube, es gibt dann auch den einen oder anderen, der dann ein bisschen zu viel hätte. Ich glaube, wenn ich es alleine spielen würde, würde ich mir auch mehr angucken, würde auch viel mehr Spielzeit haben. Aber hier muss ich halt so die perfekte. Warte mal, ich kann den Wolf dann nicht alleine. Der hat keine Rudel mehr. Also. Wäre das auf Dauer, glaube ich, ein bisschen langweilig.
diese Leute, die sich ihren Urlaub dann auf dem Handy anschauen. Ja. Ich bin lieber im richtigen Urlaub. Aber das Geilste, wenn ich im Urlaub bin, ich bin eigentlich nur dabei zu lesen. Gut, und die Umgebung zu genießen. Aber hauptsächlich habe ich dann mal Zeit im Urlaub zu lesen. Das ist so geil, wenn du dann draußen sitzt, die Sonne scheint, du riechst eine andere, also wirklich eine andere Luft mal. Und dann sitzt du einfach nur und liest kaltes Wasser mit Zitronenscheiben. Ich brauch Urlaub. Ich brauche echt mal wieder Urlaub. Oh! Ah, Katze! Ah, Katze hat Angst vor mir. Wenn die Herzogin ist, dann ist es kein Ding. 2, 3. Ein Dorf voller Katzen. 3 Katzen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Leute, helft mir! Aber dann haben alle anderen Angst vor mir. Panik, genau. Dann bricht Panik aus. Steht es schon zu, die Reichen auf ihrer Verschwendungssucht zu belehren. Ja, ein schönes kleines Dörfchen. Was wird denn morgen bringen? Endlich kann ich in Frieden trinken. Ja, schön, wenn du die Katzen dann hochnehmen und schreien. Ja, ich glaube, dann wüsste ich, was meine Hauptbeschäftigung ist. Vielleicht mein Schatz. Mir einen Kredit geben und meine Frau als Sicherheit haben. Der lag da, ja. Der hat sich nur ausgeruht. Lalalala. Gott, ist das Wasser schön. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Sag mir das doch mal einer. Wenn ich in die falsche Richtung laufe. Wenn von Gesetzlosen, die als Hanse bekannt ist, weil sie auf einen harten Kampf vor. Okay. Speichern. Ah, das ist unter mir dann. Ich könnte auf jeden Fall da reingehen. Ich habe nicht dazu gekriegt, die Leute zumindest die Nord zu bestechen. Retten. Sonst gehört den Leuten ein bisschen Rollenspiel schalten. Von der Eltern, die sich zurück und lächelt, so wie du. Ist das möglich? Nein! Öffne das Tor! Ich befehle es euch! Ach, leck's mich doch am Arsch! Sesam öffnet sich hier. Ja. Geronimo! Nein, ich auf die Brücke! Also, von allen Orten, wo Wasser ist, in diesem Ding. Falle ich auf die scheiß Brücke. Leck mich doch. Na, ist ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ja. Das war der schlimmste Woche.
Da kriegt das Wort Absturz eine völlig neue Bedeutung. Okay, versuchen wir es erneut. Nochmal. Es hat Spaß gemacht. Okay, warte. Geronimo! Ernsthaft? Aber das ist nur Wasser! Okay, dann kommen wir da zumindest nicht rein. Okay, gut. Wasser ist ab jetzt fest. In Wasser kommen wir also nicht rein. Gut, dann nicht. Warte mal. Ja, ich weiß. Die Wasserbrut? Nein! Ich hab den Eingang gefunden. Ich hab noch gar nicht auf die eingehauen, aber okay. Und ihr wollt schwer sein? Das Einzige, was bisher schwer war, war in euer Wasser zu kommen. Oh, man hat den Knochen gesehen. Geil. Speichern. Ganz dringend. Warte mal. Danke. Im Geiste. Nein, warte. Ja. Nein, bloß nicht das säurehaltige Wasser da unten. Da, steinharte Wasser, das war. Was soll ich meine Seele dann bitte vorbereiten? Nicht? Ja gut, die haut ein bisschen rein, aber sonst. Meine Eier brauche ich noch. Nein, ich bin ein Hexer. Na gut, ja, doch ist eine Art Magier. Im weit entferntesten Sinne. Ja, ne? Was soll jetzt hier ein Schwert sein?
Vater nannte ihn der, der gern, weil er ständig müde war. Nett. Ja, nett. Nett trifft's ganz gut. Wobei nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Sozusagen. Schreckensherrschaft einer Hanse ist vorüber. Du hast die Basis der Hanse zerstört und ihren Anführer getötet und so schnell kann kein Mensch in der Welt lesen. Aber nett. Schubidubidu. Bist du Bescheid, ne? Schubidubidu. Schubidubidu. Und Schakalaka im Schuh. Drei Plätze. Oh ne, Plätze war das gar nicht. Nee, ich hab keine Plätze. Ich würde gerne einmal hier hoch. Und einmal in diesem Weg Richtung. Zeig dein Haustier. Okay. Warte mal. Dann einmal Luki Luki machen. Katze, 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 Katze. Sieht zwar leicht seltsam aus, auf dem Bild, nicht wundern, dass da so viel Krams lag. Da habe ich gerade einen meiner Umzugskisten ausgepackt, also ja, das war eins von den Umzugskisten, die ich da ausgepackt hatte. Aber der ist unser kleiner Gizmo. Die kleine Gizimotte. Der zweite Mama-Kater. Das Witzige ist, Salem liegt immer auf meiner linken Seite und Gizmo liegt nachts immer auf meiner rechten Seite vom Bett. Der Gizmo ist total hübsch. Ja, das ist er. Ist ein Bengalkater. Gizzy! Ja! Ich weiß auch, wo Gizmo gerade liegt. Mein Bett. Mal wieder. Eingeknuddelt. Hat sich mein Vorhang als Kissen genommen. Der sieht dann nur so leicht bekifft aus. Der hat so einen kleinen, so einen leichten Pedo-Blick so. Oder, na, er so, ja, wirklich so einen bekifften Blick so. Dabei habe ich denen gar keinen Spielzeug gegeben gehabt an dem Tag. Naja. Katzen sind seltsam. Die haben immer einen komischen Blick drauf. Da. Spiel. Er guckt grimmig. Was? Nein! Er macht sein Zeug. Ja, vor allem sein Zeug. Er hat läuft Schlangenlinien. Oh, hallo. Wie spät das so ist. Wobei ich ja, wie gesagt, auch nicht mehr so lange mache. Ich mache jetzt schon wieder länger als eigentlich wollte. Oh, du bietest mir Freundschaft an. Okay, dann komm, knuddeln. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur knuddeln. Komm, knuddel mit mir. Ich bin süß und knuddelig. Was? Oh! Okay, den fahrenden Händler konnte ich nicht mehr retten. Ich hab zu viel rumgealbert. Wie gibt's einen Hund zu essen? Mein Gott, wenn du ihm Essen zuteilst. Ja. Dann gibst du einer Katze was zu essen. Denkt sie nur, Sklave, warum geht das nicht schneller? Oder. Das soll ich essen?
Vergiss es. Das denkt sich eine Katze. Wie für einen Gott kann man hier Essen opfert, ja. In der Tat. Ah, das brauche ich. Okay. Boah, was ist das für so ein Fatzgen? Machst du jetzt hier alle Aufträge? Plötzlich, komm her. Der Weg ist mir zu weit. Los, lauf! Los geht's. Oh. Hier sind Drachen, geh um. Ey! Aber ich soll nur da hinten. Das ist doch Verarsche! Der führt doch den Weg lang! Geht das wirklich nicht? Jetzt könnte ich Triss mit einem ihrer Portale gut gebrauchen. Nee! Komm ich da? Nein. Nein. Scheiße. Wir sind wieder Friedhof. Ja, unförmig die Karte. Hey. Ich will nicht denken, du hast mich lieb. Schau mal, wie es ankommt. Sonst lernst du mich gerne. Das passt zumindest zu Leo. Wir haben einen Kater, der weigert sich eigentlich fast alles zu essen, sofern es nicht direkt vom Menschen kommt. Also Hühnchen. Bei Plegmund Saka, Mann. Oh. Schwein, Rind. Aber Schwein dürfen Katzen nicht. Da bleibt ihm nichts anderes übrig, als traurig zu gucken. Verdammt, sind das viele. Oh. Hm. Kann es sein, dass wir ein bisschen zu verlöst sind? Und halten und kämpfen. Ja, dann halt doch immer mit Geralt. Das ist wie wenn man beim Sex redet. Das ist nur ein Schnattern. Jetzt gib dein Schild ab. Hilf mir! Ja, ich helf dir. Was soll denn das? Ja, was brüllt denn das? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Was. Da war gerade ein Opelhaas. Echt? Schade. Ah, okay. Wir haben einen Hasen. Daddel. Wir haben tatsächlich einen Hasen. Ein Kaninchen haben wir. Bald zwei oder drei Kaninchen. Wir haben auch Fische und Krebse. Ich kann auch immer schwimmen, ne? Also ich habe bisher nur ein Bild leider von einem kleinen drauf. Habe ich tatsächlich schon mal gezeigt, aber
Wirst du warten müssen, dass du das wieder spielen kannst. Ich kann ihn ja am Ende nochmal zeigen. Falls bis dahin das nicht wieder freigegeben sollte. Werden sollte. Kann ich ja am Ende nochmal zeigen. Der Mai, nur für dich heute meine Ausnahme. Mehr ist es okay. Ich mach's am Ende des Streams, okay? Also so lange musst du nicht mehr warten. Ach scheiße. Das sagen sie alle. Ja, dann müssen sie dann wissen, was ich mein Versprechen halte. Jetzt kannst du was erleben. Ich habe bisher selten ein Versprechen gebrochen, oder? Eigentlich noch gar nicht. Das, was ich halten kann, versuche ich zu halten. Das andere Versprechen. Das andere Versprechen nicht. Wie gesagt. Am Ende des Films zeige ich dir. Oder zeige ich euch nochmal den Hasen. Also, einmal speichern. Da sind immer nur Infosternchen. Da sind ganz viele Infosternchen. Die arbeiten wir ja so langsam ab. Langsam, peu à peu. Wir gucken uns die alle noch mal an. Irgendwann. In 100 Jahren. Aua, aua, aua. Wir rollen einfach. Rollen, 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 rollen. Nein, nein, nein. Jetzt kannst du was erleben. Nein, ich glaube jetzt. Für den Trick, ja, ne? Sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Ja, und irgendwann kommen die Frauen nicht mehr nach. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Ja, ne? Ach ja, so eine schöne Flasche Wein. Was ist das? Cool aus. Oh, ho, ho, ho.
Wo kommen die denn alle? Seid ihr sowas wie eine Boyband oder was? Alter, wo kommt die? Alter, wo kommt ihr alle her? Ich glaube, ich habe deren Hauptstreitmacht getroffen. Aua, aua. Schön. Warum kannst du zaubern? Naja, damit ich zum Beispiel sowas hier machen kann. Dabei erhöht sich dann mein Leben wieder. Ich habe schon relativ oft gezaubert. Du kriegst das nur nicht immer so mit, Daddel. Also eigentlich was mit Zombies anfangen. Naja, ich bin eigentlich mit dem Zombie zusammen. Nein, Quatsch. Ja, es kommt drauf an, wieso. Wieso? Ja, da noch was. Sind noch welche. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ich glaube, wir sind hier in so eine komplette Festung einfach eingebrochen. Wo sind die anderen? Ja, wir kommen jetzt hier in einem vollen Trupp an. Sammeln zwei entdeckt, die das Ganze da einen zweiten Teil gibt. Will nach seinem Stream mal schauen. Zombieland 2 ist geil. Zombieland 2 ist echt cool. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken. Es kann auf jeden Fall lustig werden. So. Da sind wir noch Leute. Drescherei auf leeren Magen. Zombieland 2 ist cool. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wird auf jeden Fall lustig. Unter anderem. Ich glaube, ich hatte den letztes Jahr mit Frisches gesehen. Zusammen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den hatte ich mir über Amazon gekauft. Ja, es war schon cool. Vor dem zweiten. Das kannst du auch, das kannst du auch. Also den ersten fand ich auch echt mega. Aber der zweite ist auch super.
Was soll jetzt hier sein? Ach, da geht's hoch. Das habe ich übersehen. Das wusste ich nicht, dass es da hoch geht. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Du dudelst mich mit meinem eigenen Dödel? Uai. Das kann ja nur gut werden. Für die Streamkiste. Ich habe keine Ahnung, wie man sich hier unterzieht. Egal natürlich, aber eines Tages weiß dieser Schurke hier, wie auch das geht. Und selbst das kann ich dir sogar gar nicht sagen, das wüsste ich selber nicht. Da habe ich selber gar keine Erfahrung mit. Was soll jetzt hier noch sein? Ah, nee, hä? Aber was gibt's denn hier jetzt noch? Ach so, okay. Du musst aufpassen. Ich nicht. Naja, rein theoretisch brauche ich sowas auch nicht. Ich habe Amazon, ich habe Netflix, Disney Plus. Also. Und wenn ich irgendeinen Film gucken will, dann kaufe ich mir halt, wenn es den Jungs so gibt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Hast du einen Augenblick für mich? Hey! Turnier-Champion! Bei den Glöcknerinnen kriegst du sicher einen Sackenrabatt. So. Das da will ich einmal machen. Will ich einmal hin. Wir wollen uns hier auch gleichzeitig nochmal umsehen. Elfenruine. Ich wusste nicht mal, dass es ein zweites Deck gibt. Wie soll ich da bestellen oder angucken? Weiß nicht. Ich dachte, also tatsächlich dachte ich, es gäbe dazu mehr als genug Werbung. Also, als der Film rauskam. Aber, na gut. Ich selber werde gucken, weil ich mehr. Haben auch gar keine Möglichkeit dazu. Haben zwar eine Antenne, aber das, ja. Empfangen können wir irgendwie nichts. Ich glaube, Frisches hätte mir das damals gesagt, dass es zweiten gibt.
Er hatte nur das Glück, er war mit seinem Bruder im Kino. Ich wäre auch gerne im Kino gewesen, aber... Jetzt haben die Jungs unter sich gemacht. Da... Da konnte ich leider nicht mit dabei sein. Das war dein Sau. Da habe ich mir dann erst mal deinen angeguckt. Also Gerrit macht mehr Sport als alle Menschen dieser Erde zusammen, habe ich so das Gefühl. So viel wie der im Rennen ist. Das muss Delaunays Anwesen sein. Wollen wir sind bald wieder bei der nächsten Stufe. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Nicht so. Ah, das ist natürlich einfacher. Also Geralt ist nicht gerade für seine Heimlichkeit bekannt. Geiler Move. Und das ging schnell. Damit werde ich nicht fertig. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Okay. Danke, bis dann. So, dann sehen wir uns jetzt noch mal hier kurz um. Ein bisschen. Dann würde ich bald sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Erstmal, wie gesagt, hier noch ein bisschen umschauen. Katzenschuhen aus Ausrüstung. Das ist gut. So, warte mal. Haben wir noch was? Ja, haben wir. Bomben. Ich einmal herstellen. Und grün, das Muttergehen. Kann ich hier auch noch rein? Nee. Schade. Komm immer noch nicht raus.
irgendjemand hier einen Schlüssel? Nee. Okay, ja gut, dann gehen wir auf den Weg raus, wie wir gekommen sind, beziehungsweise. Okay. Gehen wir auf diesen Weg raus. Und wo führt uns denn der Weg beim nächsten Mal hin? Nach da, aber wir erkunden dann beim nächsten Mal einfach noch die kleinen Sachen hier. Mm-hmm.